Ja. Tut mir leid, die anderen kenne ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich höre den Experten natürlich gern zu, bei dem, was sie sagen. Ich wollte nur fragen, gibt es eigentlich auch Super Saiyajins in der Serie? In One Piece. Ja, das gehört zu Dragon Ball. Freunde, Ja, da habe ich dann wohl was Freunde, ich lese vermischt. mal eben kurz vor. Ruffy nahm Sanji und seine Crew auf und sie machten sich auf die Suche nach Nami, die zusammen mit der Flying Lamb verschwunden war. Bald erreichten sie ihre Heimatstadt Kokos. Nami hatte im Krieg ihre Eltern verloren und wurde in diesem Dorf von Belimer, ihrer Pflegemutter und eine ehemalige Marinesoldatin, aufgezogen. Doch diese glücklichen Tage nahmen ein Ende, als die Sonnenpiraten auftauchten. Arlong, der Anführer der Sonnenpiraten, verlangte große Abgaben von den Dorfbewohnern. Als Belimer sich die Abgabe nicht leisten konnte, tötete er sie, um ein Exempel zu statuieren. Nach dem Verlust ihrer Pflegemutter wollte Nami ohne die Hilfe anderer ihre Freiheit wiedererlangen und schloss mit Arlong die Abmachung, das Dorf für 100 Millionen Berry freizugeben und für ihn als Kartografin zu arbeiten. Nami beschloss, alleine weiterzukämpfen, um ihr Dorf zu retten. Kurz darauf brach sie auf und stahl Schätze von Piraten. Doch als sie fast 100 Millionen Berry hatte... ベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。長かったけど、1億ベリーまで残りあと700万ベリー。あと、たった1回の後悔で、アーロンから解放されるんだ。ベルメールさん、そしたら私、やっと、 心の底から笑えそうな気がするよ。 アーロン！おお、どうした我らが有能なる測量士よ。 あんたが手を回した海軍が、私のお金を奪いに来たわ！ どういうことよ！ お金の上の約束は、死んでも守るんじゃなかったの！ 守るぜ。俺とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った。言ってみろ。ルフィ。あん。 知らねえ。 あんたには関係ないから！ 島から出てけって言ったでしょ！ ああ、言われた。 ルフィ。 助けて。 当たり前！ Tja, und da stehen die Jungs für ihre Navigatorin natürlich ein. Wird Zeit, dass wir Arlong eine Lektion erteilen. So, und ja, Jungs, jetzt könnt ihr wieder frei Schnauze reden, Freunde. Entschuldigung, dass ich dich jetzt gerade unterbrechen musste, Michi. Du hast aber auch momentan Timing, das ist nicht feierbar, mein Freund. Das ist natürlich schlimm, ja. Es tut mir leid. Aber lass mich dir ein paar Fragen stellen, wenn du magst. Aber natürlich. Und zwar, ich denke mal, wir beide sind uns da ein kleines bisschen ähnlich, weil du hast zum Beispiel ja gesagt, du hast wenig mit Animes zu tun, mit One Piece sogar noch weniger. Woran liegt das eigentlich bei dir? Interessiert dich das allgemein nicht, das ganze Universum? Oder sagst du doch, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass jetzt halt mittlerweile du als One Piece-Konsument ja doch hauptsächlich im Japanischen konsumieren musst und da eher so jemand bist wie ich, boah, bei dem japanischen Gelaber kriegst du irgendwann Aggression? Oder wo ist da die Begründung? Oder ist es einfach gar nicht dein Interessefeld und gutes? Also, erst einmal das mit Super Saiyan war natürlich ein Spaß, so als Kind. Dragon Ball Z war natürlich ganz groß. Finde ich eine super Serie. One Piece und so weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was ist da meine Ausrede? Ich habe keinen Fernseher zur damaligen Zeit.
Ich muss wirklich nur altmodisch draußen. Lebenslang Fernsehverbot. Ja, ich hatte lebenslanges Fernsehverbot. Nee, als das so aufkam, gab's schon so viele Folgen. Also, ich meine, das ist glaube ich, bei mehreren Anime-Formaten so, dass es wirklich du quasi erschlagen wirst hier von Folgen, dass teilweise hier das Merchandising oder ja, wie man es bei Dragon Ball kennt, mit Dragon Ball GT, dass vielleicht viele, ja, unterschiedliche Formate einfach entstehen und man wirklich auch gar nicht mehr so den Überblick hat. Und aber ein Grund ist definitiv, dass ich, ja, also ich muss sagen, ich konnte mit Animes nie wirklich großartig was anfangen. Oh, ich weiß, es wird wahrscheinlich ein paar böse Kommentare geben, aber nein, gegen Meinung kann man ist natürlich die Wahrheit. Gegen Meinung kann man natürlich nichts haben. Wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen auf deiner Seite. Es ist nicht so, dass ich da gar nichts mit anfangen kann. Was mich zum Beispiel sehr überrascht hat, war Death Note. Das war der erste Anime seit Jahren, den ich mal nachgeholt hatte. Der wurde mir sehr hart empfohlen und der hat mich doch sehr überrascht, weil ich einem Anime in dieser Art noch nicht kannte. Death Note und Elfenlied habe ich damals gesehen. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen, aber die sind ja dann doch ein anderes Kaliber gewesen, als es jetzt One Piece oder Dragon Ball war. Ja, tiefgründigere Animes, sag ich mal. Elfenlied war echt hart. Ich habe Elfenlied irgendwie in einer Nacht geguckt und jetzt ohne über den Inhalt zu reden, da wir hier ein 12er-Spiel-LP. Die Leute, die den Anime gesehen haben, verstehen wahrscheinlich, wenn ich sage, ich habe da echt 2-3 Tage drüber nachgedacht und dran geknabbert, Alter. Ich fand den schon hartes Kaliber. Ja, Elfenlied habe ich nie wirklich was damit anfangen können. Das war mir irgendwie zu viel das kam mir zu splattermäßig vor. Aber Death Note, der hat das ja auch ziemlich schnell durchgezogen, weil es irgendwie, keine Ahnung, die ganze Geschichte und wie tief. Da lustigerweise war auch eine verdammt gute deutsche Synchro. Also Death Note habe ich auch deutsch geguckt. Da haben sie sich wieder richtig Mühe gegeben. Also das wäre locker ein RTL 2 Niveau rangekommen. Also sehr, sehr, sehr gut deutsch lokalisiert. Ah, vielleicht haben sie es einfach nicht gezeigt im Free-TV, weil sie gedacht haben, boah, da bringen sie bloß Kinder. War wahrscheinlich ein Versuch. Was zum Beispiel, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich da noch ganz geschwommen erinnern, weil ich da zu jung war, aber ich meine, Vox hatte eine ziemlich lange Zeit, ja, diese ganzen Erotik-Schweinfilme abends, am Samstag und Sonntag, die kennen wir ja alle aus unserer Frühpubertät, aber ich meine auch, mal gehört zu haben, dass Vox vorher Hentais im Programm hatte, ne? Auch deutsch synchronisiert, ne? Ja, ich glaube, die hatten einen Test, glaube ich, das war also, alles nur am Wochenende. Es wurde damals probiert, den Kram zu etablieren in Europa. Na gut, aber es war, wie man ja so kennt, soft, nennen wir es jetzt einfach. Ja, natürlich, klar. Die Hardcore-Scheiße sowieso nicht, Alter. Da sowieso, glaube ich, der meiste Kram sowieso in Deutschland zum Glück illegal ist. Aber trotz alledem, man hat es da dann schon probiert, also so Anfang der 90er, so jemand kommt in den Sender rein und sagt, so Freunde, ich habe die Idee, asiatische Zeichentrick-Pornos, nachts um 2 Uhr Vox, also da hat die Chefposition da gesagt, hat, ja, das kann nur funktionieren, ist sicher ein lustiges Bild, so ist jetzt nicht. Ich glaube, die Rechte dafür zu kaufen, ist so, waren glaub, wahrscheinlich billig, dass man gesagt hat, man kann es ja einfach mal machen, weil es ist ja nur, sag ich mal, ein Fünfer. Weiß nicht, in was für einem Bereich sie es bewegt hat. Ich glaube nicht, dass die Rechte dafür so teuer waren. Ja, sie werden auf jeden Fall die öffentlichen Werberechte haben. Mussten es ja. Und wie gesagt, ich habe es nie gesehen. Aber ich hatte da letztens nochmal ein Gespräch mit einem Kollegen drüber. Und er erzählte auch, dass die auch synchronisiert waren damals, die Teile. Ja, klar, damals war es sowieso gar kein... Da wurde dann auf Deutsch gestöhnt. Das war ja eh früher sozusagen No-Go, eine Serie im deutschen Fernsehen im Originalton zu zeigen, im O-Ton. Also, das kam ja erst später dann mal, dass man auf die Idee kommt, das auch was im O-Ton rauszubringen. Guck mal, der Jaden lernt, der geht jetzt auch von einem Thema direkt ins andere. Der baut sich jetzt auch hier Eselsbrücke, Freunde. Ah, genau. Kann er jetzt auch. Na gut, nur mal so nebenbei nochmal hier angedeutet. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt ausgiebig über das Anime-Thema geredet. Was wir jetzt eventuell doch noch mehr bequatschen können, damit auch der Micha sich nicht fremd im eigenen Land fühlt, ist, oder Michi, Entschuldigung, ist das, ja, GamingTube. Wir sitzen jetzt hier alle, die erste Woche ist vorbei, wir haben Resümee passieren lassen und ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin hart überrascht, wie gut ihr eigentlich schon hinter uns steht, wie gut das hier eigentlich nach vorne geht und wie viele Leute von euch auch aktiv, weil ich sage ja immer, mir ist die Aktivität der Zuschauer immer am wichtigsten, hier auch an den LPs dranbleiben und ja, das ist
bombastisch. Und ihr Jungs werdet ja jetzt auch bald durchstarten. Könnt ihr denn schon hier so in Pirate Warriors, für die Pirate Warriors Zuschauer, so klitzekleine Tipps geben, was vielleicht kommen könnte von euch? So unter der Hand, so unter uns? Was kommt von uns? Also, weiß nicht, willst du was sagen, Michi, dazu oder soll ich? Da lasse ich dir doch gleich mal die Überraschung verbreiten oder zumindest ein paar kleine Häppchen können wir ja hinwerfen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt erst bei Part 6 von One Piece Pirate Warriors, glaube ich, einen Kommentar gelesen, dass jemand gerne hätte, dass Wishes Outlast spielen soll. Naja, mit Outlast. Ihr wollt nicht, dass ich Outlast spiele. Ich mache mich lustig über das Game, Freunde. Ich kann solche Spiele nicht ernst nehmen. Allein schon, dass der Magga, weißt du, pass auf. Sorry, das muss ich jetzt loswerden, damit ihr wisst, wie ein Outlast-LP von mir aussehen würde. Der Magga ist ein Reporter. Okay. Der Magga ist einer mysteriösen Spur auf dem Weg. Okay. Der Magga geht zu einer Irrenanstalt, wo es bekannt ist, dass dort Menschen verschwunden und gestorben sind. Okay. Der Magga geht natürlich mitten in der stürmischen Nacht dahin. Okay. Der Magga geht natürlich ohne Bewaffnung dahin. Okay. Aber, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, nicht mehr okay. Der Magga als Reporter geht natürlich mit einer leeren Batterie dahin und sagt, nö, ich nehme keine neuen Batterien für meine Kamera mit. Ich werde da sicher welche drin finden. Das ist nicht mehr okay. Das ist Quatsch. Das ist echt Quatsch. Ja, so wird ein Outlast-LP bei mir aussehen. Solltet euch gut überlegen, Freunde, ob ihr das sehen wollt. Das Horror-Thema wird auf jeden Fall bedient. Also ich kann nur vorab sagen, wir haben die HTC Vive hier und haben mit der HTC Vive das Horror-Thema sozusagen, soweit es geht, können wir es bedienen. Das wird natürlich von uns, von einem anderen Mitglied von GamingTube in Szene gesetzt, von Coopers. Bei ihm ist so das Gute, seine Vorgeschichte ist, er ist einfach so wie so ein Schisser. Er hat bei uns mal Outlast gespielt, bei mir daheim auf der Couch, auf der PlayStation 4, im externen Raum. Es war eh schon nachts um 2 oder sowas, haben dann alles die Anlage aufgeregt, ihn spielen lassen. Da kam nur ein. Es war schon im zweiten oder dritten Raum, kam nur ein so ein Irrer auf ihn zugelaufen. Er hat Controller weggeschmissen, sich auf den Rücken gelegt und strampelt wie eine Schildkröte. Also, und hat nur. Stell ihn mir lustig vor, Alter. Ich komm nicht mehr vom Rücken runter, Hilfe. Kann mich jemand aufsetzen? Der Controller lag am Boden und er hat rumgeschrien vor Angst. Ja, sehr schön, also könnt ihr euch da auf jeden Fall schon mal in der Richtung... Ja, bei mir, Freunde, also wie gesagt, wenn jetzt jemand schreibt so... Also ich bin schwer in Sachen Horror zu begeistern. Ich bin auch kein Freund dieser ganzen Splatter-Sachen. Ich bin hier mehr jemand, der auf dezenten Grusel steht, so wie es X-Factor früher gemacht hat, so. Erzähl mir lieber was, als es mir zu zeigen. Das finde ich viel gruseliger, mir da meine eigenen Bilder im Kopf zu machen, als wenn mir jemand jetzt die Brutalität unbedingt ins Gesicht drücken muss. Also... Ich bin auch ein großer Fan von Horror und Grusel, aber ich finde gerade im Videospielbereich gibt es sehr, sehr wenige Momente, wo mir echt Unbehagen war. Und meistens sind diese Momente lustigerweise von Spielen bei Spielen entstanden, von denen du es gar nicht erwartet hast. Wie bei Witcher zum Beispiel oder Life is Strange, ohne zu spoilern, die Leute, die das Spiel kennen. Das letzte Kapitel war auch so eine Szene, die ist gar nicht auf Horror getrimmt, aber da war mir sehr, sehr unwohl beim Spielen. Gerade weil du nicht damit rechnest. Also ich bin da, was Horror angeht, sehr schwer zu beeindrucken. Also mich zu gruseln, da brauchst du einiges. Man muss dazu sagen, also ich war ja bei dem Take dabei. Ich muss sagen, das sind, denke ich, ganz, ganz schöne Bilder auch entstanden, die Leute dann sehen können. Aber die in der Virtual Reality wirkt das Ganze nochmal anders. Also ich würde auch eher sagen, ich bin ziemlich hart gesocken, was ihr Horror-Genre. Ach, ihr habt mit Virtual Reality gespielt. Die HTC Vive ist ja die Virtual Reality Brille in Kooperation mit Steam. Genau. Und Virtual Reality ist ja halt dann schon wieder eine ganz andere Welt, weil dein Hirn, du weißt, du bist gar nicht an dem Ort, aber dein Hirn gibt es halt so weit, als wärst du dort. Und obwohl du dir selber. Ich hab so ein Ding halt noch nie aufgehabt. Ich fand eigentlich immer, dass das wenig Zukunft hat, aber. Leute, wusste ich gar nicht, dass ihr so eine habt. Schön, dass ich das auch mal rausfinde. Vielleicht komme ich doch mal vorbei. Also kleine Privat-Gamescom-Pressekonferenz. Ja, nee, also mit Virtual Reality wirkt das sicher ganz anders. Reality. Wobei, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, für mich wäre das nichts auf Dauer. Ich bin da zu sehr gewohnt, mit dem Controller schön auf der Couch zu sitzen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass einem da sehr, sehr schnell schlecht wird, oder? Könnt ihr das gar nicht unterschreiben? Manche Menschen bekommen Motion Sickness, nennt man das ja davon, aber wir haben hier einen starken PC gehabt, der die Framerates halten konnte. Deswegen ist der Kollege nicht ins Krankenhaus gefahren, sondern am Ende des Wochenendes nach Hause. Also das kann ich so nicht unterschreiben. Also er war schon ziemlich nah, würde ich sagen. Am Krankenhaus war er wirklich dran, aber nicht wegen Motion Sickness, sondern wegen einem Herzklappenfehler. Puls war zu hoch, oder was? Ja, also wir haben an dem Abend, wir haben glaube ich nachmittags um 4 angefangen aufzunehmen. Viele Aufnahmen sind leider nicht rausgekommen, weil der Markt ist noch nicht so krass bedient ist mit Horror Gaming, aber 3 bis 4 haben wir geschafft. Und das Ding ist, man hat ihm in seinem Gesicht angesehen, dass er einfach schon fertig ist mit den Nerven und langsam nicht mehr kann. Also es hat ihn schon fertig gemacht auf Dauer. Bluten für die Zuschauer auf YouTube. Ja, so ist die Leute stehen drauf. So ist es. Die stehen drauf. Wir können mal sehen, hier, was das Team hier für sich aufnimmt, hier für euch, ne? Man muss wirklich sagen, also das Erlebnis ist einfach ganz ein anderes. Also ein Tod in der VR-Welt, sage ich jetzt einmal, fühlt sich definitiv anders an, wie wenn ich jetzt in Counter-Strike Go oder sonst irgendwo auf das sterben gehe. Okay, ich weiß, ich spawn irgendwie wieder, man sieht nichts, ärgert sich vielleicht kurz, aber also ich habe mich selber ertappt, wie ich mich angefasst hab danach, ob ich wirklich mich angefasst hab danach. Der Bärsling. Ja, natürlich an allem. Was machst du da? Was machst du da, mich? Ich fass mich an. Ich muss doch gucken, ob alles echt ist. Echten Auto fährst, du in die Wand reinfährst oder du ein ferngesteuertes Auto fährst damit in die Wand rein. So ist es mit dem VR-Spielen und dem normalen Spielen sozusagen. Bei dem normalen Spielen vor dir, die Figur stirbt einfach, aber du bist einfach gesteuert und gut ist. Und bei dem VR kommst du dir vor, als wärst du selber die Figur. Ah, schade, jetzt ist direkt kurz vor der Gruppe hier mein Kizuna Rush leer gewesen. Das finde ich jetzt noch nicht so pralle. Ja, also ich muss wirklich sagen, um mal nochmal hier kurz zum Spiel zu kommen, ich bin echt enttäuscht momentan von Pirate Warriors 3. Also, ich weiß nicht, habt ihr beiden den 1er gespielt? Ne, du wahrscheinlich nicht, aber Jaden, du sicher, ne? Ne, ich hab den 3er mal. Also der 1er, der war schon richtig Story und da gab's schon Levelaufbau, aber hier scheinbar wirklich einen reinen Arena-Klopper zu haben, was mich gerade so ein bisschen enttäuscht. Also, da bin ich ganz... Okay, zum Endfazit kommen wir sowieso, wenn das LP durch ist. Man muss sagen, ich bin gerade ein bisschen erschüttert, enttäuscht. Und ich kann das schon verstehen. Manche von euch haben geschrieben, warum soll ich mir jetzt Teil 3 kaufen, wenn Teil 2 genau das gleiche ist und Teil 1 sowieso mehr Content bietet. Da bin ich eigentlich voll bei euch. Nun ja, Schatzereignis ist getriggert. Gut, Jane, erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne, wie gesagt, also VR ist einfach, man kann es erst wirklich beurteilen, wie krass es wirklich ist, wenn man es mal auf dem Kopf gehabt hat und ausprobiert hat. Erzählen kann man viel darüber, klar, aber... Die Leute denken sich sowieso entweder, juhu, hab ich Bock drauf, oder ach, fickt euch. Das ist wie mit Geschlechtsverkehr, der Kumpel kann sagen, wie toll das war, aber du weißt erst, wie toll es ist, wenn du es selber erlebt hast. Falsch. Meine Damen und Herren, Gaming-Tube, Zitat des Lebens. VR ist wie Sex. Also, was soll ich dazu noch sagen? Man muss ganz ehrlich sagen, das ist falsch. Also das was ihr Jaden sagt, kann ich so nicht unterstreichen. Ich wundere mich auf jeden Fall nicht, wenn wir morgen irgendwie im Posteingang von Sony irgendwie drin haben, so, jo, wir wollen den Satz als Werbe-Jingle haben. VR ist wie Sex, Alter. Also, wie gesagt, man braucht... Kann man die Nerds dann nochmal extra ködern? Ja, komm also, her. Ja, willst du mal Sex haben? Hast keinen Sex, dann kriegst du für eine VR-Brille. Für alle Techies, ich würde sagen, ist fast besser. Weil der Sex, der ist nie so schön, wie man in der VR-Welt erlebt. Meinst du, Sex ist mehr Arbeit? Ja, das kann man jetzt so auch nicht stehen lassen. Also, wie gesagt, auch mit der Vive zu spielen ist definitiv Arbeit, also mehr als die Maus rumzuschubsen. Aber das werdet ihr alles sehen. Was ist jetzt mehr Arbeit, Freunde? Eine Maus zu bewegen, auf dem Controller Tasten zu drücken oder eine Frau zu befriedigen? Naja,
Wenn oder ein Mann, je nachdem, wo eure Vorlieben natürlich sind. Wenn man es mit VR vergleicht, das ist Nummer 3. Wenn man es mit VR vergleicht, da hat sie zwei. Mit VR ist besser. Hier müsst ihr keine Maus mehr bedienen. Hier müsst ihr keine Tasten mehr drücken. Hier müsst ihr kein Frau-Mann mehr befriedigen. Wie er. Besser als Zocken, besser als Sex, besser als GameTube. Ja. Professionalität wird ihr ganz hochgeschrieben. Ihr merkt auch die Themen, über die wir hier reden. Die sollten unbedingt mal zu Maischberger. Das sollte ganz klipp und klar hier mal gesagt werden. Finde ich gut. Kann man mal machen. Muss man nicht. Kann man aber mal machen.